Warte mal, wir haben doch jetzt ein... So ein Module, ne? Okay, aber hier können wir erstmal nichts machen. Okay, da haben wir die zwei Leute, die gescannt wurden. Imogen und Conrad. Guy. Und Test Environments. Und ich habe ja dieses eine Band aufgehoben in dem Raum. Das kann ich aber hier anscheinend nicht einstecken. Also schauen wir mal hier. Plug in that chip you found. Scanlock. Catherine am 4. Juli, Nikolai, Jasper, Sarah, Ian, Heather, Mark. Und nur Mark hat sich umgebracht. Die anderen waren also nicht bescheuert. Dann sollte ich auch mal Marks Image direkt löschen. Ein Typ, der so gestört ist, dass er sich umbringt nach dem Scan. Das sind Leute, die sollte man auch als KI einfach nicht weiterleben lassen. Art Project on hold as Strohmeier investigates the death of Sarang. Okay, war dann aber nur etwas über 2 Wochen. Und dann kamen die anderen. Okay, Imogen hat sich nicht umgebracht und das andere war Conrad. Gibt's den hier auch? Robin Bess hat sich umgebracht. Ja, dann ist schon ganz gut, dass ich die draußen umgebracht habe. Die hat es nicht verdient, weiterzuleben. Also wer so gestört ist. Strohmeier reprimanded me. One more death and we are out. Ah, Conrad hat sich auch umgebracht. Guy Conrad. Okay, also wenn ich mich entscheiden muss, wen ich wieder zurückhole, dann werde ich mir Imogen nehmen und nicht den Conrad. Das ist auch so ein Suicide-Spinner ist. Die anderen hier konnten nicht mehr gescannt werden, weil die paar Spasten sich umgebracht haben. Asoziales Gesocks. Okay, nee, also wenn, dann werde ich auf jeden Fall Imogen nehmen. Wenn es darum geht, irgendjemanden am Leben zu erhalten. Wenn es jemanden darum geht, irgendwie qualvoll zu opfern, dann werde ich Conrad nehmen. So, was haben wir hier noch? Scan Projector Active. Insert a chip containing scan data. Okay. Und wo inserte ich den Chip? Hier, das ist wohl nur der Lagerraum für die Scans. Oh, da. Slot 2. Chip, wo ist denn Slot 1? Ah, egal. There should be a list of people. See if there's anyone who could know a security cipher. Okay, wir haben Sarah Lindwall. Grönländerin. Said she'd help out delivering the Ark. Okay. Steht aber nichts darüber, was ihr Tätigkeitsfeld war, ne? Mark Sarang killed himself because of continuity. So dumm. Strohmeier is really mad, has Titan Security Art Project on hold. Data Refugee, Construct Wrangler, he's working for Strohmeier now. Brandon. Another fucking continuity suicide, Strohmeier locked me out of the lab again, yeah. Maggie? We look so much alike in a different life, I'm sure would be best friends. Okay. Heather? She helped me cut the wave leak from the helmet. If anything, it should make the post-scan hangover less severe. Peter? Strusky was cheerful and funny as always. Ah, Peter Strusky.
Alice. She'd help. Said she'd help construct the Ark, but not carry it to Phi. Ja, keine Ahnung, wer von denen. Eine Cypher kennen könnte. Wenn jetzt dabei stehen würde, in welchem Gebiet die gearbeitet haben oder so. Da steht nur, wer gescannt wurde. Warte mal, stand bei den anderen dabei, wer die waren? Imogen Reed. Nee, steht auch nicht, was sie gemacht haben. Ja, keine Ahnung, woher soll ich jetzt entscheiden, wer eine Security-Cypher kennen könnte, ja. Stresky vielleicht, der scheint ja ein bisschen... ...das Sagen gehabt zu haben, ne? Ich werde aber keine von den Selbstmordspinnern nehmen, denke ich mal, wenn sich's vermeiden lässt. Louise, Nathan, Gavin, Astrid. Ich weiß auch nicht, wieso die zwei anderen noch auf dem anderen Rechner drüben sind. Help out delivering the Ark. Auf jeden Fall war sie in einem Ark-Projekt involviert. Strohmeier hat die Security tightened. Das heißt, der könnte es natürlich wissen, aber den haben wir hier halt nicht. Aber Brandon hat für Strohmeier gearbeitet. Strohmeier hat die Security angezogen. Und Brandon hat für Strohmeier gearbeitet. Das heißt, der weiß dann vielleicht tatsächlich noch am ehesten. Ja, den nehmen wir mal. Der weiß dann vielleicht tatsächlich am ehesten, wie man die Security ausschalten oder umgehen kann. Very promising. I'll just load him up and get the simulator going. There we are. What are we doing exactly? We're gonna have a talk with Mr. Wan. Use the computer to activate the simulation. Warte mal, kann ich jetzt die Umgebung kopieren? Test Environment. Sagen wir den Scanraum. Wetter Continuation. Restricted File. Oder muss ich das Modul hier mit hernehmen? Wenn ich ihn hier geuploadet habe. Genau. Dann nehme ich das Ding mit und kopiere mir da die Umgebung drauf. Mal weg da, Stuhl. Oder auch nicht. Okay, da hat das damit nichts zu tun. Ja, dann muss ich ihm keine Umgebung geben oder so. Dann schauen wir mal. Vielleicht.
bastard. What? What happened? Where did everyone go? Don't be afraid. Chun? What happened? I can't see anything. There's nothing here. It's okay. It's all a part of the scam. No, that's a lie. You're lying. Okay, calm down, Mr. Wan. No. Why are you doing this to me? Wait! Simon, you just reset the simulation. Ja, weil der panikt wie gestört. Der braucht eine Umgebung. Aber wie kann ich die... Transfer denied. Oder muss die Simulation erst einmal durchlaufen und versagen, damit ich mir dann eine Umgebung holen kann? That wasn't so bad. Stromar really got me worked up, bastard. What? What happened? Where did everyone go? Mr. Wan. Chun? What happened? I can't see anything. There's nothing here. Don't worry, Mr. Wan. It'll all get better. No, that's a lie. You're lying. Mr. Wan, I need you to stay calm. No. Why are you doing this to me? I trusted you, Chun. I trusted you! Did we just bring that guy to life? I mean, he's a perfect scan, meant for the Ark. He's the real deal. And we turned him off. Took it all away again. I really thought that was gonna work. Maybe we can try again. That wasn't so bad. Stromar really got me worked up, bastard. What? What happened? Where did everyone go? Don't be afraid. Chun? What happened? I can't see anything. There's nothing here. It's okay. It's all a part of the scam. No, that's a lie. You're lying. Don't get upset, Mr. Wan. No. Well, why are you doing this to me? I trusted you, Chun. I trusted you! This setup won't work. We need something else. Ja, wir brauchen eine Umgebung. Weil er panikt ja so rum, weil er nicht sieht und so. Das ist nur... Die Frage ist halt aber, wie kriege ich die Umgebung... auf das Ding kopiert? Ich habe auf jeden Fall hier kein so ein Lesegerät für das Ding. Restricted File. No external device detected. Okay, next. Network Transfer kann ich nie machen. Wahrscheinlich brauche ich irgendwas, was ich da einkoppeln kann, um mir die Umgebung darauf zu kopieren. Aber was soll das sein?
Simulation Assets. Okay, dann haben wir da nämlich das Simulation Asset rein. Guck mal, was da drauf ist. Beach oder Ski Lodge? Warte mal. Beach ist okay. Die Ski Lodge haben wir schon. Dann nehmen wir mal noch den Scan Room. Für Better Continuity. So, dann probieren wir es mal damit. Dass er nicht gleich am Strand aufwacht. Weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Also, nehmen wir mal den Scanraum. Modul haben wir nicht. That wasn't so bad. Stroma really got me worked up, bastard. What? Where did Alice? The scan is done. Are you feeling all right, Mr. Wan? Chun? Where's Alice? She had to leave. Listen, I really need to know the new security cipher. What? Why? Why would you need that? This is a trick. Please calm down. I knew you couldn't be trusted. None of this is real. But you won't break me, Wow. You hear me? You won't break me! Do we need to turn it off? Can we just keep him alive until we've got the cipher? The longer he's exposed to the computer model, the more he'll get hung up on it. So, what's wrong with letting him settle in a little? It would drive him insane. So let's keep the session short and the suffering to a minimum. Okay, nehmen wir mal den Beach. That wasn't so bad. Stroma really got me worked up, bastard. What? How did I get here? Mr. Wan, I need your help. Dr. Chun, is that you? What happened? What is this place? Just be calm. Take a deep breath and enjoy the scenery for a moment. Dr. Chun? I hear your voice, but there's no one here. There's no one here! It's empty. It's too empty. There's something really wrong with this place. It's not real. This isn't real. I have to get out of here! I think we need to build the scene so it's more what he'd expect. As soon as he starts to doubt, we've lost him. You're right. We need to think this through. We need some more data. Ja, also wir brauchen noch eine andere Person. Vermutlich. Ich weiß nicht, ob ich hier einen Scan von Imogen vielleicht noch auf den Dings kopieren kann. Weil die Person halt nicht... Okay, der Scan ist kaputt. Constructed by Wow. Do not use. Das ist halt so ein bisschen die Frage, ne? Ah, ist korrupt, okay. Den Beach haben wir halt schon. Die Leute können wir nicht kopieren.
Irgendwo eine Schnittstelle, wo wir das Ding einstöpseln können. Ja, dann gucken wir uns mal noch die Ski Lodge an, ne? Wenn wir schon mal dabei sind. That wasn't so bad. Stromar really got me worked up, bastard. What? What is this? Where am I? Relax, Mr. Wan. Just keep calm. Dr. Chun? What the hell is this place? I need your help. I have to get the new security cipher. Why are you doing this? Is this some trick? I'm not giving you anything. Please, we really need that cipher. No, you're lying. This is all a lie. Look at this place, it's a fucking joke. Get me out of here, Chun, or I'll punch your teeth in! How many times are we gonna have to do this? Come on, Simon, don't give up now. Support module. Okay, wir brauchen irgendein Support-Module. Frei ist, wo kriegen wir das her? Oder können wir jetzt ein Network-Copy machen, wenn wir die hier attached haben? Aber Network-Copy ging ja auch nur bei den Umgebungen und nicht bei den Personen. Das hatte ich, glaube ich, schon angehört, ne? Strusky, come in. I need help in the lab, the scan room. What happened? Conrad killed himself after the scan. Jesus, how? Gibt's aber auch nichts, wo ich sonst irgendwie anschließen könnte. Anwählen. Okay, da ging es echt nur um die Umgebungen. Muss ich jetzt das Omni-Tool holen und irgendwie Chan tatsächlich, also das Modul, in dem Chan drin ist, quasi was momentan am Omni-Tool hängt, damit anschließen. I think Brandon Wan is a good lead, but we need to find out more about him. See if you can't get to know him a little. Have a look in his room, go through his stuff. I can do that. Jetzt sagt sie das. Okay. Brandons Raum. Wo waren denn die Räume? Jetzt haben wir einen Lagerraum.
Magazin. Here we go, Brandon Wan's room. I'll just override the lock for you. Sehr schön. If we get to know him, maybe we can make the simulation a little smoother. Brandon, you ready to go? Strohmeyer says it's time to move. I'm waiting for Strasky and Alvaro to pack up their stuff. Head downstairs and I'll meet you there. Don't take too long. Don't worry, we're right behind you. Seems like they were getting ready to leave. Heard some lady telling Brandon to hurry up. You got that from the intercom? Must be a transmission buffer. Hang on. That's Alice Koster. Hmm. Wouldn't have guessed they even knew of each other. Interesting. 14th August. Akers finally agreed to evacuate Delta. Goya, Kria, and I moved into Theta today. Akers said he'd stick around for a while longer. That's that crazy bastard. I take pride in my work, but goddamn, that place is miserable since the surface stopped sending parts. 25th August. Did my ARC scan together Seems with like Alice. Alice and Brandon did their scans together. Oh, we can definitely use that. I think we got this, Simon. I can synthesize Alice's voice from the intercom and use it to impersonate her for the simulation. We can trick him into feeling safe enough to open up. Great. Definitely feeling good about this. Good job with the intercom. I didn't know you could data mine. What's it like? It's just something that I do now. So it comes naturally to you. That's really interesting. Yeah, I'll make sure to add it to my dating profile. Strohmeyer told me that the hangover would basically kill me, such an asshole. I was fine at first, but got a splitting headache a couple of hours later. The biggest pain was that Chun girl. She's so fucking uncomfortable at all times, it makes my skin crawl. Okay, deswegen fand das auch nicht so geil, dass sie ihn gefragt hat. Strohmeyer went ballistic and shut down all future scans for the ARC project. Apparently Conrad wanted it on the continuity and just fried himself right in the pilot seat after the scan. Something tells me we'll be getting new security ciphers. Just heard that the Komorebi survey team is going to Delta and pick up Akers. He's been alone for months now, can't imagine what he's been up to. Ja, und ich glaube, der hat ja auch einen Scheiß angezettelt. Cute. Family picture. Fairchild Award. Urlaubsfotos, ha? Von der guten alten Welt, die nicht länger existiert. Zumindest hat er ein paar schöne Landschaftsbilder, nicht so random Shit wie manch anderer. Okay. Nee. Conrad, der alte Spinner. Da bin ich hergekommen, genau. I compiled an Alice module that we can use. So she'll be with Brandon in the simulation? Sort of. I'll still need to do the talking, but it'll sound and look like Alice. Okay, also wir nehmen den Scan Room mit Alice. That wasn't so bad. Strohmeyer really got me worked up, bastard. Well, that's what you get for listening to his stories. I guess I had it coming. About Strohmeyer. He said he needed a new cipher ASAP. What should I tell him? It's all right. I can talk to him. Wait, didn't Chung just tell you to take it easy? Don't worry, I'm not going to tell anyone. I do feel hungover. Okay. It's 17:29 over 42, 12 over 407. Got it? Yeah, I got it. I'm sorry, Mr. Luan. Brandon. Goodbye. No, wait. That's enough. We got what we need. Is that what we are? Simulations? Yeah, but it shouldn't make any difference. You're still you. I'm not sure what to do with the data. You decide.
Ich dachte, ich kann es mitnehmen, aber nee. Ja gut, löschen muss ich sie nicht, solange sie da nur gespeichert sind. Das ist ja auch nicht irgendwie quälend für sie oder irgendwas. Das einzige Problem, was ich jetzt... Ah, genau. Ich wollte gerade sagen, das Einzige, was ich jetzt gerade überhaupt nicht mehr weiß, ist, wofür wir den Code eigentlich gebraucht hatten. Aber genau, das war's. Dunbat. Gerade überlegt, wo war denn die Tür, die ich damit öffnen muss, oder? Hier war's. There you are. Just warming up the Dunbat for us. It's been collecting dust for months, so it might need a minute. Okay, that's it. That's everything. Let's go ahead and... Huh. That's weird. Huh. Never mind. What do you need me to do? Head inside the dock. The Omnitool can open the door now. And get into the Dunbat. Then plug me in, and I'll take us into the Abyss. Sounds easy enough. Vielleicht kommen irgendwann Aliens auf dem Planeten, finden und dekodieren die Technologie und können ihn dann wieder zum Leben erwecken. Also ich fände es cool, wenn das mir passieren würde. Insofern lassen wir ihn einfach mal hier gespeichert. Wie gesagt, ist ja nicht so wie bei Robin draußen, die ganze Zeit vor sich hin vegetiert, sondern der ist halt nur gespeichert und solange ihn keiner lädt, passiert ihm auch nichts. Insofern gibt es keinen Grund, seine Daten da irgendwie zu löschen. Weil dass da irgendwie eine Mord gleich kommen würde, genau genommen, ja. Ominöse Knöpfe? Keine Ahnung. Nichts weiter. Okay, dann müssen wir mit dem Ding das Teil irgendwie hochholen, ne? Da können wir nichts machen. Da können wir nichts machen. Wahrscheinlich alles noch nicht sinnvoll, solange das Ding nicht eingeschalten ist. Stromkabel? Ah, da. Na, ja, besser. Die Tür zu ist auch schon mal gut, wenn da irgendwelche Viecher kommen. Ich würde die innere Tür auch noch zumachen, aber naja, man kann nicht alles haben. All systems okay, das höre ich doch gern. Preparing release, ready for release. Okay. Das war so nicht geplant.
Wäre auch zu einfach gewesen, ne? Keine Ahnung, wo er jetzt hingeht und wo er weiß, dass er hier hingehen muss. Okay, da ist zu. Die guten alten Jeffreys-Röhren, wa? Macht ja schon Geräusche, als würde er sich wie ein Mensch so kriechend oder auf allen Vieren fortbewegen, aber wenn er ein Roboter ist in so einem Schwebedingsbums, würde das ja irgendwie gar keinen Sinn machen eigentlich, ne? Talking. That's rarely a good sign. Damn it. The Dunbat was our best shot. I was really banking on this to work. Come on, we can't quit now. There's gotta be another way. How do you think you did it? How did the team get the Ark down the abyss in the first place? Gute Frage. If they didn't use the Dunbat, the only other way would be the climber at Omicron. It's like an elevator which supposedly reaches all the way down into the abyss. Okay, so we do that. We go to Omicron and take the elevator. Yeah, okay. Sure. We'll just head over to Omicron and hope there's a power suit that fits you. You know, so you don't implode while in the abyss. That does sound useful. All right, let's go then. Wait, what is this place? Seems to be a lot of information on the Ark here. There's a prototype and everything. Okay. Let's start it up. I want to see how it works. Maybe we can figure out how to get on the Ark. You didn't know how to get us on? How difficult could it be? Ziemlich, wenn man sich nicht auskennt. Documents. I have decided to finalize the Ark with the scans we have. I'm sorry for all of you who wanted to go but didn't get a chance to scan yourself before the project was put on hold. Ja, voll Idioten. It's been 2 months since I've added a scan and I don't see how I'll ever be able to win back the support you all showed me when we started the project. I'm sorry, I never meant for anyone to take their lives. It was never my intention to fool anyone, I just wanted to save something. Nur wegen dem Conrad-Wichser und seinen dummen Theorien, ne? What's left? Apply interface module, CLR capsule, ask permission from 4Q, brief Iwashkin, Lindwald, Peterson and Hill. Take shuttle to Omicron, pick up power suits, ride the climber, regroup at Tau, head to launch site, load the bullet, launch arc. Dann haben wir doch unsere To-Do-Liste hier. Müssen wir nur gucken, was davon schon erledigt ist. Und was noch fehlt. Da geht's dann vermutlich weiter, wenn wir hier fertig sind. That's Phi, alright? Quick stop at Omicron, then Tau, then Phi. Let's do it. Change the EPS, ride the climber, check on Tau, anyone alive? Ja. Power suit, proper usage.
Put on neoprene undersuit and body harness. Check the HPS for any visual damage, starting with the legs. Fix the parts onto your harness and work yourself upwards. Look at all pieces together as you go. Let a partner help you with the back piece and the torso. Tap the secure button on your arm piece. You should hear the suit seal itself. The suit will then start to equalize pressure and tap into the oxygen tank. If the suit doesn't seal itself, flex the shock absorber and try again. If it still won't work, do not try to fix it yourself. Contact maintenance. The HPSs are very heavy and the suit will compensate. You will effectively be stronger than you think you are. Be careful. Regular training applies. Don't hold your breath. Don't stay out too long. Don't dive too deep. Don't dive with malfunctioning equipment. Ja. Sinnvolle Hinweise. Wow, that's so cool. It's the whole gang. A crew photo? Really? Who are you saving this for? The world was dead. Thanks, Simon. I thought being an asshole wasn't invented until the 22nd century. Now I know better. Yes, what's up, Simon? Power Packs. Trotz extra Oxygen. Nein. Prep Arc with Signal Transmitter. Na, verdammt. Die schreibe ich jetzt erstmal noch nicht ab. Mal sehen, ob ich es brauche.